Eskalation. Ja, ich heiße nicht nur Dino, sondern euch auch herzlich willkommen zu FIFA 14. Ja, die Demo ist heute erschienen, beziehungsweise gestern, wenn ihr das Video seht. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr hochzuladen. Und ja, das Spiel macht sich selbstständig. Auf jeden Fall habe ich mir einfach mal die Demo gezogen und will die jetzt mal mit euch zocken. Mal schauen, wie das Spiel so ist. EA Sports. It's in the game. Ja, wie immer, der Standardspruch, der hier am Anfang kommt. Ha! Nee. Ich habe FIFA 13, muss ich ehrlich sagen, nicht gespielt, weil, ja, keine Ahnung, da war ich nicht so jetzt gehypt irgendwie, habe gesagt, ja, brauche ich eigentlich nicht. FIFA 14 bin ich mir echt am überlegen, ob ich das hole. FIFA 12 habe ich ja, habt ihr mittlerweile mitbekommen. Mann, wie lange verprüft das denn die Verbindung hier? Wir machen mal mittelschwer. Ja, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. War das nicht beim letzten Mal anders? Alternativ zocke ich immer. Und ja, man darf sich jetzt hier bei der Demo eine von fünf Mannschaften. Auf jeden Fall Dortmund, Milan, Paris Saint-Germain, Barca und New York, Red Bulls und, ach so, nein, hier noch Boca Juniors und auch noch Manchester City und Tottenham Hotspur. Wow, acht Mannschaften? War das jetzt richtig gezählt? Egal. Ich will jetzt keine Diskussion anfangen, wer jetzt hier der beste deutsche Verein ist. Die Meinung habe ich schon oft gebracht. Und ich bin am Überlegen, ob wir einfach mal mit den Boca Juniors zocken sollen. Ich will jetzt nochmal ganz kurz, ihr seht ja auch, was da so, was die für Stärken haben und so weiter. Aber ich glaube, da ist nichts wirklich Gutes dabei. Deswegen machen wir mal. Ach komm, wir machen einfach mal Dortmund. Bin zwar eigentlich eher auf Bayern-Seite, aber es ist mir jetzt mal Wurst. Schlechtes Team ist es zumindest nicht. So, jetzt habt ihr hier, holt ihr die Vollversion, natürlich Werbung drinne, war ganz klar. Karrieremodus habt ihr auch drinne, da könnt ihr allerdings bloß reingucken, wenn ihr das macht. Karriere, könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr Bock habt drauf. Ultimate Team und Anstoß habt ihr dann noch zur Verfügung. Und wir probieren einfach mal Ultimate Team und Anstoß aus. Zuerst machen wir mal Anstoß. Ja, Gameplay, bla bla bla. Interessiert mich nicht. Hier, das Menü ist eigentlich alles bekannt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier... nee. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich ja nur FIFA 12 und FIFA 14 vergleichen kann. Ja, FIFA 13 nicht gezockt und so weiter. Ich fand's ja... Aber ich glaube, in 13er war es nicht drin, dieses Trainingsgelände da, das man da am Anfang immer zocken konnte. Fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Deswegen... Ach so, wir wollten ja Dortmund zocken, richtig. Jetzt machen wir mal Zufall. Okay, Milan, passt schon. Jo, passt schon. Achso, Neuerung. Können wir uns hier mal angucken? Achso, das haben wir gerade. Wenn ihr das durchlesen wollt, könnt ihr euch das durchlesen. Ich bin mir da ganz ehrlich, habe ich nicht das Bedürfnis dazu. Achso, wir hatten ja hier Milan schon rausgesucht. So, dann das obligatorische Hemd raussuchen. Ne? So, dann schauen wir hier mal durch. Eigentlich das Menü ist wirklich komplett gleich geblieben. Bisschen grafisch aufgehübscht, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Wir spielen mit der Aufstellung einfach mal so, wie sie ist. Aubameyang, nee, ich spiele mit der Aufstellung, die ist, finde ich ganz gut. Und ja, man kann auch in der Tat, man kann auch, halt, ist das jetzt auf Profi gestellt? Spieleinstellung, ich will Profi, halb Profi will ich doch. Weltklasse, Legende, Profi. Wir machen mal Profi. So, umstellen kann man jetzt hier nichts großartig, deswegen ist mir das jetzt auch mal egal. Die Einstellung haben sie sowieso nicht groß geändert. Und, ja, was ich noch sagen wollte, ja, man kann auch nicht sich gegenseitig haten. Dortmund ist so scheiße, Bayern ist so scheiße. Ja, ab und zu geht man da schon in Diskussionen mit ein, ne? Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich niemals jetzt hier Dortmund irgendwie das Wort Dortmund in den Mund nehmen würde. Also wirklich... Chillt mal, Leute. So, Freistöße. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Coole Sache.
Aber ich weiß nicht, noch nicht, wie man damit zielt. Ja, hier hat man halt dieses, was man schon aus FIFA 13 kennt. Das war ja, ich glaube, da genauso, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Egal. Ist mir jetzt mal relativ wurst, weil das ist ja keine große Neuerung. Welcome to EA Sports. Today it's Borussia Dortmund against AC Milan. So wir können übrigens okay. We're off to the new camp. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hello everybody, I'm Martin Tyler. This is the new camp. Welcome to you all. Ja, ja. Ja, ja. Wir können übrigens bloß New Camp spielen. Das ist leider, ich spring jetzt mal die Intro-Sequenz, das ist unsere Aufstellung. Ja, das ist eigentlich auch alles gleich geblieben, da gibt es keine großen Neuerungen. Schreibt mal lieber mal ins Spiel. So sieht jetzt das neue Pause-Menü aus, da könnt ihr eure Aufstellung gleich sehen, könnt dann im Teammanagement dann das Altbekannte machen. Dann Spiel fortsetzen. Was ist wohl das? Sofortwiederholung. Dürfte eigentlich auch nichts Neues sein. Wieso sie da allerdings Fotokameras eingeblendet haben, weiß ich auch nicht. Fail, nee. Spielinfo. Einstellung, Spiel beenden, bla bla bla. Spielinfo wird dann natürlich noch. Könnt ihr hier ein bisschen durchschalten mit dem rechten Stick. Einstellung, ich spiele jetzt bloß noch hier den. Hier könnt ihr euch die Jubel und so weiter angucken. Grundsteuerung. Nein, ich will gar nicht Grundsteuerung. Ich will den Kommentator ausstellen. Spieleinstellung. Visuell, Audio. So. Kommentator bitte aus. Ich mach mal alles einen leiser, dann muss ich dann das nachher nicht in der Aufnahme machen. Das war mir jetzt ein bisschen zu laut, muss ich sagen. So. Dann haben wir das und dann können wir auch mal zurückgehen. Und ich hoffe, ich schieße mal ein Tor, da kann ich euch zeigen, was ich... Nee, ich glaube, den kriege ich nicht mal mehr hin. Den Torjubel. Habe ich jetzt eigentlich auch Profi? Ich glaube, ich habe auch Profi gestellt, ne? Also... Na, ich habe vorhin mal ein Spiel gemacht. Und ich muss sagen, die Spielphysik fühlt sich auf jeden Fall... gut an. Also fühlt sich ziemlich realistisch im Vergleich auf jeden Fall. Ich rede jetzt meistens im Vergleich zu FIFA 12. Das heißt im Vergleich zu FIFA 12, das weil ich eben FIFA 13 nicht gespielt habe, wie gesagt. Und ja. Deswegen spiele ich auch so, wie ich es gewohnt bin. Oh Gott. Das jetzt schlecht. Mist. Ja, da habe ich ein bisschen, würde ich sagen, verkackt, weil ich zu kurz gedrückt habe. Aber auf jeden Fall, das Spielgefühl ist schon echt realistischer geworden. Das muss man einfach mal sagen. Also in den 2 Jahren hat sich es echt verbessert. Und ich würde auch behaupten, im Vergleich zu FIFA 13 ist das schon noch auf jeden Fall ein ganz schön Ticken besser geworden. Muss ich sagen. Und Probleme habe ich jetzt noch keine großartigen ausgemacht, außer dass hier noch ein Bug drin ist mit der Auswechslung. Da blenden sie dann manchmal nämlich den 4. Offiziellen ein. Wieder die Nummern einblendet, halt die gewechselt werden und dann standen da nur 2 Nullen. Also Doppel-Null gegen Doppel-Null sozusagen, wenn ihr das so sehen wollt. Tricksen kann man übrigens immer noch genauso wie sonst auch immer. Also da hat sich nichts geändert. Übrigens war das gerade kein gewollter Trick, ne? Ich habe einfach wieder rumgedreht irgendwie auf dem rechten Stick. Deswegen. So. Oh Gott, das war schlecht. Aber an sich gefällt mir das Spiel schon echt gut. Ich bin. Ich werde mir es vielleicht holen. Mal schauen. Muss ich mir wirklich noch überlegen, weil es sind auch immerhin noch 60 Euro. Und. Die muss man auch erstmal übrig haben. Aber an sich finde ich auch die Spielerbewertung. Ich habe mal so ein bisschen nur im Internet rumgeguckt. Die scheinen gar nicht schlecht zu sein. Weißt du, ja, Messi ist besser. Bla bla bla. Das interessiert mich eigentlich nicht. Wer jetzt hier, ob jetzt Cristiano Ronaldo und so weiter besser ist. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass hier. Jetzt Dortmund auch eine gute Bewertung bekommen hat und so weiter. Das war ja in FIFA 13, ich glaube, noch nicht so ganz der Fall. Und ja, also wie gesagt, die Spielphysik gefällt mir richtig gut. Ich bin richtig gut reingekommen, muss man sagen. Ja? Ich war ja immer noch dieses, wie gesagt, das FIFA 12 Spiel gewohnt. Und das sind schon krasse Unterschiede, das muss man sagen.
Ich habe auch mal ganz kurz FIFA 13 gespielt. Das war allerdings bei einem Kumpel, da hat man ja nicht seinen Controller und so weiter. Also das ist ja dann alles ein bisschen anders. Deswegen, ja, aber es fühlt sich schon anders an, glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe das einmal gespielt und da kriegt man doch ein bisschen Spielgefühl mit. Und da war die Umstellung nicht so krass von FIFA 12 auf FIFA 13. Also, FIFA 14 ist schon noch ein bisschen realistischer geworden. So, hier im Halbzeitmenü hat sich dann auch nichts geändert. Ich versuche jetzt hier mal noch ein Tor zu schießen. Ja, neue Torjubel haben sie eingefügt. Hat auch EA schon mal ein kleines Video dazu rausgehauen. Wie die gehen. Zum Beispiel ja hier den von Bale, den von Cristiano Ronaldo, den von Messi haben sie halt reingefügt. Ja, wegen Torjubeln kaufe ich mir das Spiel nicht. Aber das ist natürlich was ganz Nettes, was dann so nebenbei ist. Was ich richtig cool finde, also da habe ich nur einen Screenshot gesehen, sind die Choreos, die ja dann angeblich hier funktionieren. Fände ich natürlich gut, ich weiß es wie gesagt nicht, weil hier keine Choreos sind in der Demo. Beziehungsweise die Stadionauswahl habe ich ja nicht, ich muss immer in Camp Nou spielen. Ob das jetzt hier auch bei den kleinen Vereinen ist, ja, also bei den FIFA-Stadien, ob da auch... jetzt hier bei kleinen Vereinen, keine Ahnung, bei Zweitligavereinen oder so, ob da auch eine Choreo ist halt, ob die sich die Mühe gemacht haben, das auch mit rein zu programmieren und sowas. Oder ob das wieder, ob das, wie ich es eigentlich erwarte, nur bei den großen Vereinen ist, das war abseits. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt mal zum Glück nur 3 Minuten eingestellt gehabt, das länger geht nur nicht. Weil ich will euch auch noch was anderes zeigen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie Lewandowski sich hier schlägt. Scheiße. Ja, wie gesagt, ich bin nicht der FIFA-Pro, muss ich ganz eindeutig sagen. Obwohl ich hier auf Pro-Fi spiele. Und das war jetzt nicht unbedingt ein Wortwitz, weil das ist ja dasselbe Bedeutung. Also war das ist kein schlechter Flachwitz oder sowas, wie ihr das normalerweise von uns gewohnt seid. So, scheiße. Ja, wie gesagt, das Wenden im Sprint geht auf jeden Fall schneller. Das heißt, man läuft nicht immer erst so eine Kurve, bis man dann nach links läuft, sondern man stoppt den Ball richtig ab. Aber man boostert natürlich auch Geschwindigkeit ein. Das ist, haben sie richtig gut hingekriegt. Also so kleine Schönheitsfehler haben sie ausgebessert. Ich meine, die vorherigen FIFAs waren ja jetzt keine anderen, keine schlechten Spiele und man kann jetzt auch kein komplett anderes Spiel erwarten, weil FIFA ist trotzdem FIFA, ja. Wenn ich da jetzt auf einmal sowas wie PES, also PES, ist ja doch schon etwas anderes als FIFA, muss man ja mal ganz eindeutig so sagen. So, jetzt haben wir einmal gut durchgespielt. Scheiße. Also auch die Animation finde ich richtig gut gelungen. Und wie gesagt, man kann ja kein neues Spiel erwarten hier, sondern wenn das so halt die kleinen Schönheitsfehler, die es halt jedes Jahr gibt, müssen sie ausbessern. Zur Schiri-Leistung kann ich noch nichts bemängeln, muss ich sagen. Also der hat bei mir jetzt alles richtig erkannt. Fouls. Aber ich glaube, da haben sie auch noch nicht alles rausgekriegt. Aber damit hatte ich eigentlich keine großen Probleme, die mit dem Schiri und so weiter. Wie gesagt, die Bugs, die werden sich dann natürlich erst rausstellen, wenn das Spiel offiziell released ist und man den vollen Umfang zocken kann. Das wird ja der Tom für uns übernehmen auf dem Kanal. Der macht das, hat er ja gesagt. Weiß nicht, die FIFA würde die Demo würde sich nicht gezogen haben, weil er ja kein so gutes Internet hat. Hat er ja auch schon oft erwähnt gehabt, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass er sich... Oh Gott, guck mal da oben, warte mal. Habt ihr da oben am Bildschirmrand gesehen, wie hier einer rausgegangen ist? Ja, hier, oben links, über der Anzeige. Da hat sich einer verletzt. Das ist wirklich cool, dass sie solche kleinen Features halt eingebaut haben. Ah, die Zuschauer sehen trotzdem noch alle sehr synchron aus. Da hätten sie mal größere Pakete machen können. Muss ich sagen. Ja. So. Jetzt habe ich leider verloren. Das ist mir jetzt aber egal. Weil ich will euch jetzt noch das Ultimate Team zeigen. Also die Zuschauer, wenn da richtig Choreo und so weiter, richtig gut die Stimmung, die kriegen sie natürlich nicht rüber da. Da würde ich mir auch Verbesserungen für FIFA 15 wünschen, weil da richtig Unterschiede zwischen den einzelnen Vereinen. So, jetzt gehen wir mal auf Ultimate Team erstmal ein.
Pause dir, bla bla bla, da erklären sie dir alles hier. Teamchemie ist wichtig, dass du das richtig auf die richtige Position setzt. Auf jeden Fall. Verein, Nationalität und Liga bringen dir Punkte. So, je mehr Übereinstimmung, desto besser. So, richtig gut, damit da eine schöne Chemie ist, müsst ihr das machen. Und so weiter und so fort. Chemie 100, sehr gut. Und ja, jetzt können wir ein Spiel spielen. Wir dürfen uns allerdings bloß das eine Team hier nehmen. Das ist unser Gegnerteam, das heißt, die haben ein anderes Ultimate Team zusammengestellt. Mit so den ungefähr besten Spielern, also Ribéry ist zum Beispiel nicht dabei, ne? Der Europas Fußballer des Jahres. Okay, gut. ich will ja keinen Streit jetzt hier wieder anfangen. Aber Aubameyang ist dafür drin. Also da hätte ich mir schon erwartet, dass jetzt hier Ribéry sozusagen mit dabei ist. Aber naja, gut, das ist jetzt wieder, das führt jetzt wieder zu weit. So, jetzt muss man ja erstmal den ganzen Mist hier verteidigen. Also wirklich verteidigen kann ich nicht so sonderlich gut. So, und jetzt machen wir mal. Ah, schade. Der hätte fast gepasst. Ah, wie gesagt, so weit bin ich mit dem Schiri eigentlich auch. Oh Gott, nein. Oh. Weißt du, vorher habe ich 2 Spiele gewonnen. Als ich einmal angetestet habe, was ich euch so zeigen will und so weiter. Und dann, ja, kotzt mich dieses Spiel schon wieder an. Okay, das Team ist jetzt nicht so der Wahnsinn, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt Blaschikowski, mach's. Ah, scheiße. Wie gesagt, das letzte Spiel habe ich 3:0 gewonnen hier mit dem Team, mit dem Ultimate Team. Jetzt sieht es ein bisschen düster aus, obwohl es genau dieselbe Aufstellung und so weiter ist. Ah, du sollst doch gar nicht den anspielen. Warum läuft denn der nicht weiter? Aber ich glaube schon, die Laufwege und so weiter haben sie schon verbessert. Okay. Von den Spielern. Ah. Ich glaube, das haben sie schon. Also es fühlt sich dynamischer an, muss ich sagen. Also die Laufwege der Spieler sind durchaus realistischer geworden. Und alles an sich. Es ist ja wirklich jedes Jahr, dass es immer realistischer wird. Und es ist nochmal grafisch. Ja, es ist schon ein Unterschied zu FIFA 12. Aber zu FIFA 13 jetzt nicht so krass. Ja, die haben ja eine neue Engine und so weiter, aber jetzt nicht so der Wahnsinn. Es sind halt die vielen Details, die das Spiel ausmachen, sag ich mal. Und was will man auch erwarten, wenn man mal ganz ehrlich ist, FIFA ist das erfolgreichste Fußballspiel der Welt. Und was sollen sie da jetzt groß ändern, außer hier mal so ein paar kleine Details, worüber sich dann die Fans freuen. Die Fans wollen ja jetzt kein anderes Spiel sehen, ja. Die wollen ja jetzt hier nichts sehen, was hier aussieht wie Call of Duty oder sowas. Keine Ahnung. Also, mal ganz ehrlich. Also, die Grafik ist schon besser geworden. So kann man es nicht sagen. Nicht, dass er mich falsch versteht, dass jetzt hier kein Unterschied zu FIFA 13 zu sehen ist. Aber ich finde ihn jetzt nicht mega berauschend. Ja, wir können dann ja nochmal in die Sofortwiederholung reingucken. Wo wir mal richtig nah an die Spieler ranzoomen, ob die da auch noch so fresh aussehen und so weiter. Aber soweit. Ich möchte jetzt eigentlich mal ganz gerne ein Tor schießen hier. So. Aber wie gesagt, dazu bin ich glaube, noch nicht ganz in der Lage. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, ich glaube, das ist bei jedem so. Aber wie gesagt, vorhin habe ich gewonnen. Also es ist schon der Vorführeffekt und das Reden dazu ist schon ein bisschen, spielt da schon mit rein, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch kein schlechtes Team und ich spiele auch Profi, also dafür verkaufe ich mich schon relativ gut, glaube ich. Obwohl ich denke schon, dass es hier noch einige bessere Spieler, ach Gott, das war peinlich, einige bessere Spieler gibt als mich. Okay, den Neymar hätte ich jetzt. Okay, doch, jetzt erkennt man schon. Also es ist schon detailreicher geworden, die Grafik, so kann man es nicht sagen. Wie gesagt, in die Sofortwiederholung gucken wir dann nochmal rein. Iniesta, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, Pfeif, zur Halbzeit bitte. Oh Gott, jetzt habe ich einen getroffen. Ja, eindeutig. Ja. So, die typischen Zwischensequenzen, die man schon immer gehabt hat, sind halt weiter vorhanden. Der hat sich auch nichts Großes geändert. Halt, der Faulende wird nochmal gezeigt und
Ja, die Torjubel ist ja die gehabt, dass man die selber machen kann. Ist natürlich auch ein gutes Feature. Ja, die Kamera wackelt jetzt, weil der Kameramann sich auch bewegt. ich glaube, das war auch schon mit FIFA 13 so, keine Ahnung. So, wir schauen mal in der Sofortwiederholung. Hilfe schließen. Wir schauen mal in der Sofortwiederholung rein. Dann gibt es natürlich noch die guten. Okay, hier gibt es den Zoom. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht. Den Zoom, so, warte mal, ausblenden. So, Zoom ist rechts und links tippen. So, rechtes Mausrad ist wieder wie immer. So, jetzt schauen wir mal in die Fans. Ja, das ist nah und weit und weg gehen. Und das ist Zoom. Das erkennt man schon ziemlich deutlich, oder? So, jetzt schauen wir mal auf die Fans. Ja, gut. Ich meine, man schaut ja jetzt nicht dauernd auf die Fans. Also, das ist. Würde ich jetzt auch nicht so überbewerten. Aber es wäre natürlich geil, wenn man hier richtig jeden einzelnen animiert hätte. Aber das würde auch zu viel Rechenleistung ziehen. Standard haben sie wieder geil gemacht. Ich wollte eigentlich. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die falsche Kameraperspektive gewählt. Nein, nicht abseits. So, die, genau, die will ich. So. Schauen wir mal auf die Animation. Oh, Alexis, Mensch. Ah, die Hose wackelt so geil. Also, die geht richtig dynamisch mit, wenn du schnell das abspielst und dann so stehen lässt. Wenn du mal auf die Hose guckst, die wackelt da so richtig mit, ne? Finde ich ein ganz nettes Feature. So, die Animationen sehen natürlich gut aus. Das ist halt schon Motion Capturing, das ist ganz klar. Da macht er jetzt auch nicht unbedingt ein Geheimnis draus. Wäre ja auch nicht besonders schlau, wenn sie das machen würden. So, und jetzt sollte erstmal unser Ziel sein, hier nochmal ein Tor zu schießen. Fände ich gut, wenn mir das nochmal gelingen würde hier. So. Royce, bring die Flanke und dann macht hier. Ach, scheiße. So, und jetzt. Zimmer ich das Ding mal drauf. Ah, scheiße. Okay, wenigstens eine Ecke. Da kann ich euch nochmal eine Ecke zeigen. Jawohl. Ihr merkt schon, wie das Publikum hier anspielt. Oh, da sind weiße Ränder um den Spieler, wenn ihr mal schaut. Ah, das müssen sie noch rauskriegen. Das sieht nicht so doll aus, muss ich sagen. Ah, Blaschikowski, Sanchez, bla bla bla. Ist mir egal. So, dann haben wir hier Iniesta. Flanke. Ah. Jordi Alba. Schieß! Ach, scheiße. Ja, nee. Die hauen sich da richtig rein. Also ganz einfach ist es nicht, hier so ein Fernrohr zu schießen. Ich habe es vorhin schon geschafft. Ich erzähle euch hier. Ja, habe ich geschafft, habe ich geschafft. Kann euch ja viel erzählen. Aber ich, ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben, dass ich das wirklich schon gemacht habe. So, Jordi Alba. So, was machen wir denn jetzt mit dem? So, jetzt Flanke und Tor. Ah, Mist. So, ja, wir machen nochmal einen Wechsel. Vielleicht kriegen wir nochmal diese Animation rein da. So, wen haben wir dann? Achso, wir haben, ich glaube, Ibrahimovic auf der Bank sitzen, genau. Ja, da tun wir halt mal ein bisschen durchwechseln. Auch wenn die Chemie jetzt nicht mehr stimmt. So, hier, und jetzt habt ihr links gesehen, da war die Null. Spult man ein klein bisschen zurück. Da war sie, die Null. Oh, ich glaube, die Maus war jetzt die ganze Zeit im Bild. Ah, ne, die X-Ring zählt eh nicht mit auf. Ibrahimovic macht's fast! Nein! Ich habe zu spät Schuss gedrückt. Ich habe zu spät Schuss gedrückt. Oh Gott. Dieser Top von Ibrahimovic, ey. Weltklasse, der Kunde. Das ist schon ein ziemlicher. Der und Balotelli, das sind schon ziemliche Kunden. Und jetzt. Oh, nein. Da köpft er den noch aufs eigene Tor, ey. Scheiße. Jetzt aber. Oh Gott, ey. Warum kriegen der denn den Ball nicht, ey? Na gut, die Grätsche, das war jetzt ein bisschen. Ja gut, okay. Aber ihr seid ja nicht anders gewohnt. So, Ibra, mach's. Jawohl. So sieht das aus. So, hinten. Ich wollte jetzt eigentlich den
Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte jetzt den Cristiano Ronaldo-Jubel machen. Den habe ich mir angeguckt. Aber es hat leider nicht ganz funktioniert. Scheiße. Ah, aber immerhin mal ein Tor geschossen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Auch wenn wir jetzt 2-1 hinten liegen. Aber. So, Ibrahimovic haben wir einen guten Wechsel gemacht, würde ich sagen. So, wir können ja mal offensiv machen. Na, natürlich habe ich das genau im Angriff gemacht. Ich Schlauberger. Ah ja, komm, war doch nichts. Nee. So, und mehr gibt's auch eigentlich schon gar nicht, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, den Karrieremodus kann man noch nicht antesten. Das, ja, sonst könnte man ja auch komplett mit der Demo hier das ganze Jahr drüber kommen. Ich meine, man hat ja einige Mannschaften. Also, wenn man da mal die Möglichkeiten durchprobiert. Ah! Scheiße. Aber war doch cool gespielt, oder? War doch cool gespielt. Nee. Wie gesagt, sollte mal ein kleines, Demo-Video sein. Und, ach Mann. Das gibt's nicht, ey. 5 Ecken und nichts passiert hier. Meine Güte. Ah, die war gut, die war gut. Jawohl. Wieder Ibrahimovic. War das Luca Toni? Egal. Macht ja nur Cristiano Ronaldo den Jubel, glaube ich. Was hat Weidenfeller damit vorne zu suchen gehabt? Ach, der ist automatisch vorgerannt. Coole Sache. Ja gut, da haben wir noch das 2-2 geholt. Ist natürlich schön. Nochmal kurz vor Schluss hier ein Tor zu schießen. Ah, vielleicht kriegen wir nochmal mit Reus. Aber ich glaube, dazu verteidigen die zu gut. Ja, die verteidigen zu gut dafür, dass man hier einfach durchrennen kann. Das funktioniert nicht mehr. Ja, 2-2 ist doch in Ordnung. Wie gesagt, das sollte jetzt ein kleines... Schaut mal ein bisschen. Ja, jetzt sind auch die Kameraleute hier mit animiert. Das ist ja sehr toll. Also so außen im Spielfeld könnten noch ein paar Leute mehr stehen. Das ist schon so. Aber wie gesagt, die Kamera ruckelt jetzt hier so. Ja, das ist natürlich viel realistischer. Okay, der sieht jetzt ein bisschen krank aus. Bale, unser Kollege, 100 Millionen Mann. Finde ich übertrieben, aber okay. So. Ach so, es geht in Verlängerung. Oh. Geht's in die Verlängerung? Ach oh, Elfmeterschießen. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall Ibrahimovic hier. Mach mal den hier. Das Tore. So. Ich möchte bitte so schießen. Alter, was hat denn der Ibrahimovic für Elfmeter werde? Okay, ich kann kein Elfmeter schießen, Leute. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Oh, oh Gott. Ich drücke immer zu kurz, wisst ihr? Und ich weiß übrigens auch nicht, wie man springt. Das ist das Problem jetzt. Ja, ich hab's hingekriegt. Oh nein. Wie nice. Ah, sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man hüpft. Nach rechts bringe ich. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh, wie peinlich, Neymar. Wie peinlich. Ja gut, das haben wir schon gewonnen, denke ich mal. Oh Gott, das war wieder richtig schlecht gemacht. Aber in Ordnung. Ja, okay. So, wenn wir den jetzt halten, ist er schon, sind wir schon durch. Alves. Oh, da vibriert der Controller schon wieder. Links, rechts, links, rechts. Oh, scheiße. Ah, kein Problem. Jetzt kommt ja unser Held. Kommt jetzt. Der hat eine übelst große Grünzone, ey. Ja, locker. Locker, würde ich sagen. Ibrahimovic. 97 Elfmeter wert. Oder 95. Keine Ahnung. Übel. Ah, war doch nicht schlecht, das Elfmeterschießen. Jetzt kriege ich das zumindest auf die Reihe. So, schauen wir nochmal. Oh, den haben wir echt ziemlich umgerannt. Haha. Aber Spielhöhepunkte, Spielerwertung können wir nochmal angucken. Wie gesagt, das Menü finde ich ganz schön. Ich finde es dort, wo sie Verbesserungen machen hätten können, haben sie auch gute Verbesserungen gemacht. Muss ich sagen. Wie gesagt, Schiri, weiß ich nicht, da haben wir das Fundament gelegt, bla 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 bla. Spiel beschritten hast, kann man verbessern. Ja, jetzt kann man hier schön wechseln oder sowas. Es ist mir gerade echt ziemlich Wurst.
Jetzt kann man hier noch ein bisschen Einzelspiel, aktive Mannschaft hin und her machen. Spielen, Online-Saison, Mannschaften. Was nie alles gibt. Sets kann man kaufen, Transfer, bla bla bla. Also wirklich, das Menü haben sie echt verschönert. Oh, jetzt ist ja auf einmal der Alaba. Ist ja schön, dass sie den Alaba hier noch reingenommen haben. Wie gesagt, Transfers, ah hier, die Dortmunder. Finde ich jetzt gut, dass hier endlich mal ein paar deutsche Mannschaften dabei sind. Sonst immer Messi, Ronaldo, überall an jeder Ecke. Jetzt hier auch mal ein paar, wirklich mal ein paar andere Spieler, die man hier sieht. So, den haben wir noch. Alaba, Bale, 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 Sharabi, Sharabi, Bale, Sharabi, Alaba. Ah, okay, hatten doch nur drei Spieler. Aber das wird sich wahrscheinlich ja dann ändern, sobald, ne, das richtige Spiel erschienen ist. Ich gehe jetzt Nationalmannschaft gucken gegen die Färöer. Das war mein kleines Testvideo zur FIFA 14 Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wie gesagt, müsst eure eigene Meinung zu FIFA 14 bilden. Ihr könnt euch das einfach auf Origin runterladen. Das heißt, ihr öffnet einfach euer Origin und boom, 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 schon springt es euch an. Habe ich jetzt mal vertont. Also wie gesagt, das ist nicht zu verfehlen. Deswegen, ich glaube, ich brauche euch da keinen Link in die Beschreibung packen. Einfach Origin starten, da findet ihr das. Das habe ich keine Zweifel. Ihr seid schlau genug. Und probiere FOT aus. Bring mich dorthin, bla bla bla. Das mache ich jetzt auf keinen Fall. Football Cup, World Club, spielen, Pro Clubs, Trainings. Ach, das gibt's auch noch. Koop-Saisons gibt's jetzt auch. Ah, dann kann man auch nochmal durchschauen hier. Skillspiele, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht starten. Nee, Koop-Saison, bla 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 bla. Wie gesagt, das ist alles. Ah, hier haben sie die Trainingsarena jetzt reingemacht. Okay, alles klar. Das heißt, ich habe mal wieder etwas gefailt. Und? Oh, scheiße. Naja, wie gesagt, das ist jetzt noch eine kleine Spielerei. Tor. So, ich möchte bitte wieder raus. Genau. Pro Clubs, was ist das? Könnt ihr euch, wie gesagt. Karrieremodus, Ultimate Team, bla. Das kennt ihr ja, Football Club. Wir möchten jetzt das Spiel verlassen. Nein, nicht beenden. Ich muss ja noch hier kurz Abmoderation machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Endcard reinbringe. Ich bin da gerade dabei, eine neue Endcard zu machen. Ob ich die allerdings bis zu diesem Video noch fertig kriege, ist fraglich. Das heißt, wahrscheinlich kommt jetzt keine Endcard. Vielleicht aber doch, mal sehen. ich glaube es allerdings noch nicht. Das heißt, ich schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und bis dahin sage ich tschüss und bis bald. Und ja, wie gesagt, schaut doch mal bei unseren anderen Displays vorbei. So, jetzt habe ich genug geredet. Tschüss.